Lieben Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play GTA Online mit Steini HB. Ja, ich möchte euch hier in den abgeschiedenen Bergen zu der Grenze von Sandy Shores mal eine kleine Entdeckung zeigen, die ich so zufällig in einer Herausforderung gefunden habe. Und zwar hier an diesem nichts scheinenden Ort voller Grusel und Einsamkeit finden wir. Auf einmal sollten wir hier eigentlich die Taschenlampe haben. Na, das sind die Special Effects hier, ne? Finden wir hier zwischen zwei Bäumen, zwischen mehreren Bäumen, auf einmal eine alte Mine. Oh mein Gott. Und diese Mine wollte ich jetzt mal heute mit euch erkunden. Ja, ihr findet auch die Mine. Und zwar hier zwischen Los Santos und Sandy Shores. Mitten in den Bergen. An dieser Stelle. Wo die Straße so einen kleinen Stiefel macht. Wie ich das finde. Ja, da ist der Eingang des Gewölbes. In dem wir uns jetzt auch mal gleich begeben werden. Ja, um die Tür aufzukriegen, rammt ihr es entweder mit einem Auto ein oder ganz einfach wie ich mit einer Haftbombe. Vorher tue ich auch mal mein Motorrad. Ja, das Motorrad habe ich mir hierher bestellt, um dass wir schneller bzw. besser an das Gewölbe kommen. Wir könnten uns das natürlich jetzt auch alles zu Fuß angucken, aber da ich selber nicht weiß, wie weit das geht, fahren wir einfach mal mit dem Motorrad rein. Ja, anscheinend war das hier früher aktiv im Betrieb. Und ja, ich kam persönlich da durch eine Herausforderung drauf. Ich dachte, hä? Okay, sammel die Punkte ein, und dann führte das auf einmal stand ich da genau, wo der Punkt ist. Und da zeigte der aber der Pfeil nach unten. Und ich so, ja, da ist doch gar nichts. Wie sollst du denn da runterkommen? Bis ich dann die Straße runtergefallen bin und dann selbst mal geschaut habe, da kann doch nicht sein. Und auf einmal sah ich hinter diesen Türen, die wir da vorne eingeschlagen haben, sah ich dann in weiter Ferne einen hellen Punkt leuchten. Und so kam ich selber auf dieses Gewölbe hier. Was ich jetzt, oh, mit dem Motorrad ist das echt ein bisschen. Und man soll sogar, wenn man ganz still ist, hören. Ich steig jetzt doch mal eben ab hier. Ich habe ja eine Taschenlampe dabei. Soll man sogar. Na gut, eine Ratte habe ich gerade schon gehört. Oh, Leute. Nee, das ist ein Gang. Ich muss aufpassen, dass ich mich hier nicht verliere. Seht ihr, ohne Taschenlampe wären wir aufgeschmissen. Deswegen fahre ich auch mit dem Motorrad weiter. Nicht, dass das. Ah! Okay. Hier geht es schon mal nicht weiter. Oder vielleicht geht es da weiter. Wir probieren das mal. Mit einer Bombe. Und? Ich glaube nicht, dass es was gebracht hat. Oh, oh. Der Schatten. Jetzt erschrecke ich mich schon von meinem eigenen Schatten. Nee, hier geht es nicht weiter. Dahinter befindet sich auch eine Steinwand, oder vielleicht ist das ein verschütteter Stollen. Wir wissen es nicht. Okay, dann fahren wir jetzt mal in die andere Richtung. In die andere Richtung weiter. Dann wenden wir mal. So. So. Okay. Oh. Da geht es auch nicht weiter. Okay, dann müssen wir mal. Ja gut, vielleicht ist das ganze Ding hier kleiner als ich dachte, aber ich dachte, das will ich euch nicht vorenthalten. Hier ging es ja noch in eine andere Richtung. Okay, hier gabelt sich das schon wieder. Aber ich glaube nicht, dass es da weitergeht, oder? Nein, nicht.
Mit meiner Pistole kommst du da nicht weiter. Nein. Geht nicht weiter auf. Das wäre jetzt fatal, wenn mir das Licht kaputt gehen würde. Ah, was war da daneben? Ging da wieder in Gang. Okay, wir müssen uns mal langsam merken, wo hier die Gänge lang gehen. Da ging auch ein Gang lang. Wir fahren einfach immer die Gänge lang, bis es nicht mehr geht. Und dann müssen wir zurück, aber vielleicht verlaufen wir uns. Ah, seht ihr, da geht schon mal nicht mehr weiter. Junge, 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 Junge. Dann geht's aber hier bestimmt weiter. Nee. Auch nicht. Okay, Leute, dann scheint das schon das Ende gewesen zu sein. Aber jetzt ist die Kunst, wieder hier rauszufinden. Aber ich denke, das kriege ich ja. Das war ja die erste Gabelung hier schon, ne? Sag mal. So, die Gabelung. Da hinten waren wir, hier geht's wieder zum Ausgang. Ja, Mann. Dann wisst ihr jetzt erstmal Bescheid. Falls ihr mal wieder auf der Flucht seid vor dem fiesen Gegner. Okay. Die Tür hatte ich drauf gemacht. Hilfe. Ah, gib mir das hier. Okay, also, die Tür verschließt sich wieder. Müsst ihr euch nicht wundern. Endlich wieder raus hier. Oh. Junge, Junge, Junge. Also, wenn ihr mal wieder auf der Flucht seid, vor euren Gegnern, wäre das ein perfekter Ort, um euch zu verstecken. Weil ihr seid dann unten in der Höhle drin und die fahren immer über euch weg, suchen euch. Ah, wo ist er denn? Im Himmel ist er nicht, hier ist er nicht. Mann, Mann, Mann. Also, das hier ist der perfekte Ort, um euch zu verstecken. Ich zeige euch nochmal auf der Karte. Und zwar genau hier. Sehr gut. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Wir sehen uns schon sehr bald wieder. Ich hoffe, dieses kleine Geheimnis, was ich euch hier gezeigt habe, oder auch nicht, vielleicht wusste es schon der eine oder andere von euch, aber vielleicht hat es auch jemanden weitergebracht. Ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen! Ja, meine Freunde, das war eine neue Folge GTA Online. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play GTA Online mit Steini HB.